Willkommen zum nächsten Teil. Wir werden jetzt noch ein paar Sprünge machen. Als Hilfsmittel zu Hause schnappt euch einfach zwei Bücher, könnt ihr von der Höhe variieren und stellt die quasi dementsprechend hin. Wir stellen die quasi als Hürde hin, damit wir ein bisschen was machen können. Ansonsten hat sich Jan mal wieder bereit erklärt, mitzumachen, damit er auch ein bisschen was für sich macht. Wir fangen gleich hier an. Beidbeinige Sprünge drüber. Denkt dran, bevor ihr die Sprünge macht, seid schon mal warm, sowohl körperlich als auch im Kopf, dass ihr fit seid und euch nicht verletzt. Ja? Beidbeinige Schlusssprünge drüber und auf geht's, seitlich. Genau. Immer im Wechsel. Fahrt da ruhig so 8, 10 Mal die Seiten und macht dann immer kurz Pause. Es geht um Sprungkraft, also nicht zu viel machen wollen. Sehr gut. Das Gleiche kannst du natürlich auch einbeinig machen. Stabilisiert das immer gut aus, ne? Machst noch ein bisschen was zur Verletzungsprophylaxe zeitgleich mit. Gut. Das Gleiche kannst du auch gerade machen. Richten das Buch mal wieder. Das Gleiche kannst du auch gerade machen, dass du gerade rüberspringst, beidbeinig und genauso einbeinig. Viermal reicht. Letzte Mal. Gut. Atmet kurz durch. Ganz wichtig zwischendurch, wie gesagt, atmet, fahrt auch zwischendurch mal runter. Fangt nicht an zu overpasten. Was ist sonst noch wichtig, neben Koordination, Reaktion, Sprungkraft im Tor? Natürlich Rumpf und Bauch. Das heißt, Jan, du gehst jetzt quasi in den Bärengang. Liegestütze auf der einen Seite. Ja, dreh dich mal, dass du quasi nach vorne guckst. Genau. So, jetzt gehst du nach hinten rum und wieder nach vorne. Und genauso andersrum natürlich, ne? Ihr trainiert hier super eure Rumpfkraft. Die braucht ihr im Tor dringendst, um die Bälle dementsprechend halten zu können und Druck zu haben und euch selber vor Verletzungen zu schützen. Hast du soweit? Ja. Ist anstrengend, ne? Es geht. Ja, wenn ihr das ruhig so 8-10 Mal macht, einmal rum dementsprechend, seid ihr schon gut dabei, habt gut was getan. Wir werden torspezifischer, heißt, du fängst seitlich an, Jan, springst rüber und versuchst die Kontaktzeit möglichst kurz zu halten und gehst direkt in die Abwehraktion nach oben. Und Gas. Genau. Achtet auch hier wieder drauf, dass ihr sauber arbeitet. Der Hinweis wieder zur Not, ein Handy hinstellen und nachgucken. Sehr gut, Jan. Einmal die andere Seite. Auch hier wieder 4-5 Mal pro Seite, insgesamt, nicht pro Seite, also 4-5 Mal insgesamt. Das reicht, mehr Würfe kriegt ihr im Tor auch niemals drauf. Macht die dann lieber maximal schnell und so gut ihr es könnt. Das Gleiche können wir natürlich auch einmal nicht machen. Wir haben ja die Einbeinsprünge gerade nicht umsonst gemacht. Das heißt, du springst mit einem Bein drüber, natürlich mit dem quasi pfostenfernen Bein. Heißt, du stehst hier auf dem rechten, springst drüber, landest und gibst dann richtig Gas direkt raus. Genau. Ihr habt hier einfach nochmal eine größere Abdruckphase. Mehr Abdruckkraft, die ihr braucht im Bein. Heißt, ihr schult viel, viel mehr nochmal die Explosivität, die ihr braucht, um in die Abwehraktion zu gehen. Ihr könnt das natürlich nach oben machen, aber auch genauso nach unten. Mach ruhig. Was brauchen wir noch neben oben und unten oder was kann man noch machen? Man kann das natürlich auch nach vorne machen. Heißt, du fängst es hier an, springst nach vorne und gehst in die Halbabwehr an. Ja, fängst quasi hier an, springst gerade rüber und gehst in die Halbabwehr. Denk dran, dass du den ersten Schritt machst, damit du nach vorne kommst und dann rein. Genau, brauchst gar nicht so extrem schräg setzen. Ne? Setz ihn sauber, dass du nach vorne kommst schnell. Und möglichst schnell weg, brauchst gar nicht so krass schräg. Das kriegst du noch schneller hin. Beide Seiten natürlich.
Auch hier wieder Kontaktzeit möglichst kurz halten und möglichst schnell nach vorne. Atme kurz durch. Letzte Übung für den Teil, den ihr machen könnt, um das mit der Rumpfkraft einfach nochmal mit aufzunehmen wieder. Ja, du fängst gleich wieder seitlich an. Geht noch von der Power. Sprung drüber in den Sprawl. Weißt du, was ein Sprawl ist? Das ist quasi die Burpee-Bewegung ohne Liegestütz. Heißt, ihr landet hier, einmal richtig fangen, wieder hoch, rüber und dann in die Abwehrreaktion. Achtet bei diesem Sprawl darauf, dass ihr nicht durchschlagt mit dem Rücken. Heißt, Rumpf richtig anspannen, dass ihr nicht durchschlagt. Macht das nur, wenn ihr gut trainiert seid und noch nicht zu ermüdet, weil sonst für den Rücken schnell auch blöd werden kann. Auf geht's. Sehr gut. Letzte Mal. Könnt ihr hier natürlich wieder nach oben und nach unten machen. Ohne Probleme. Könnt ihr beides trainieren. Gibt euch auf jeden Fall guten Impuls. Ihr könnt natürlich auch einen Liegestütz machen damit dabei. Ist abhängig davon, wie gut ihr schon von der Leistung seid und wie viel Kraft ihr habt. Das war's mit dem letzten Teil. Ihr könnt hier sehr, sehr viel für euch selber machen. Für eure Sprungkraft, aber auch für eure Technik. Nutzt Handys und Tablets und guckt euch das an, wie ihr dann dementsprechend nach oben oder unten geht, um euch selber auch korrigieren zu können, oder fragt euren Trainer, ob er euch Hilfestellung geben kann. Ansonsten, wenn ihr nicht so hohe Bücher habt, dann nehmt einfach mehrere und stapelt sie übereinander, könnt ihr auch locker und bequem einen Leistungsstand messen. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ihr könnt die Übung natürlich auch nach der Corona-Zeit locker in der Halle machen, wenn ihr mal Zeit habt. Wenn ihr zu zweit seid in der Halle, dann schnappt euch halt so ein Quadrat, schnappt euch eine Koalitionsleiter, schnappt euch eine Hürde. Das könnt ihr alles ohne Probleme machen. So steht ihr nicht blöd rum, werdet auch nicht als Anspieler missbraucht vom Trainer, sondern könnt was für euch machen. Ja? Jan, vielen Dank dir fürs Mitmachen und viel Spaß euch.